den Kennedys. Er wird zum Inbegriff dessen, was man einen Playboy nennt. Daneben führt Sachs sein zweites Leben. Er studiert Mathematik, gründet eine Galerie, bringt die Pop-Art nach Deutschland, dreht richtungsweisende Dokumentarfilme und wird zum gefeierten Fotografen. Er schreibt ein Grundlagenbuch über Astrologie und vermehrt sein ererbtes Vermögen durch geschickte Geldgeschäfte um ein Zigfaches. Jetzt hat Gunter Sachs eine hinreißende Autobiografie geschrieben. Der Titel lautet schlicht »Mein Leben«. Der Inhalt aber hat es in sich. Auf 400 Seiten liefert Sachs einen humorvollen Abriss über 4 Jahrzehnte Jet-Set. Es ist ein Buch voller Liebe, Weisheit, Neugier und prickelnder Lebenslust. Ja, ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist. Herzlich willkommen, Gunter Sachs. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Das ist Ihr neues Buch. Gunter Sachs, ja. Mein Leben. Es macht Spaß Aufnahme zu lesen. Auf dem Weg heute hier zum Studio bin ich noch mal an der Milchstraße vorbeigekommen. Und da hatten Sie in den 70er Jahren Ihre Galerie. Viele verbinden Sie ja mit Jet Set und anderen Dingen. Dass Sie aber den Künsten und den Künstlern so zugewandt sind und gewandt waren, das wissen ja viele gar nicht. Sie haben hier in Hamburg in der Milchstraße eine große Galerie gehabt. Ja. Mit Werken von Andy Warhol. Er war einer der Ersten, der den amerikanischen Künstler hier nach Deutschland gebracht haben. Wie haben Sie Andy Warhol kennengelernt? Ja, lustigerweise an einer Bar in einer Straße von Saint-Tropez. Da gab es noch so eine Straßenbar beim Gorilla. Und da stand er und ich eben auch. Und dann sagt Gunter Sachs und ich schaute ihn an und wusste nicht direkt, aber dann war er ja so jung mit diesen weißen Haaren, habe ich gemerkt, ein Albinos und dann fiel der Groschen. Und ich sagte Andy Warhol und dann sagte er yes. Und dann haben wir zusammen gesprochen und er sagte, ich sehe euch jeden Tag da rausfahren mit euren zu 10 oder zu 8. Ja. Und wollt ihr nicht mal zu mir ins Carlton nach Cannes kommen? Ich möchte euch Filmausschnitte zeigen und Rushes. Und also wir hatten nichts anderes zu tun, als dahin zu fahren. Das waren ja lauter junge Leute. Und wenn man dann schon Warhol ein bisschen erklärt, dann wussten die, dass der Underground-Filme macht und so. Ja. Und dann sind wir hingefahren. Und er lag im Seitenflügel vom Carlton Hotel. Und von da an waren wir dann richtig befreundet und sahen uns in New York und auch in Paris. Und dann machten wir aus, dass wir also seine erste Ausstellung in Europa, in der Milchstraße machen sollen, die erste europäische. Und da sind wir dann auch, haben die vorbereitet, war eine sehr schöne Ausstellung. Und ich lud ganz Hamburg an, das ganze wichtige Hamburg vom Oberbürgermeister über Fußballspieler und Kinoleute. Und alles kam, es war brechend voll, die Galerie. Und es war auch sehr nett, sie begegneten dem Warhol ein bisschen, ich kann nicht sagen mit Furcht, aber doch mit Respekt, weil Underground, das war in für die Warhol. Hamburger Gesellschaft, ja, ein großes bisschen, Fragezeichen. Ja, ein Fragezeichen, ein bisschen suspekt. Ja. Und, aber die Sache lief prima, die Party lief prima. Und dann war es 12 Uhr und die Bahn waren leer getrunken, aber keine Bilder verkauft. Haben Sie denn den Hamburger, ich meine, die sitzen ja manchmal, damals hat man gesagt, der Hamburger sitzt auf dem 5-Mark-Stück, dass der Adler quietscht. Ja, ja, ja. Wer hat denn letztendlich die Bilder gekauft? Ja, also ich habe in der Früh rote Punkte dran gemacht und gesagt, die hätten wir verkauft. Dabei habe ich sie privat gekauft, damit ich ihm nachweisen konnte, dass wir was verkauft haben. Das ist super gelaufen sein. Und das ist super gelaufen sein. Ja. Und er war sehr, sehr zufrieden. Und ich muss sagen, ich bin der Hamburger Gesellschaft für ewig dankbar, weil das war bei weitem mein größtes Geschäft. Ja. Ja, das Phänomen ist, ich meine, hätten die Hamburger das damals doch nur gewusst, was aus Warhol wird. Ich meine, das ist ja so ein Bild zum Beispiel hier, der Superman, den haben Sie damals für kleines Geld erworben. Heute ist es ein Vermögen wert. Ja, kann man sagen, Warhol ist heute, gerade in den letzten Monaten, der teuerste Künstler der Welt geworden. Und das Bild ist natürlich einiges an Wert gestiegen, muss ich sagen. Ich würde, Herr Sachs, ganz gern mit Ihnen über eine Frau sprechen.
nicht irgendeine Frau, sondern über eine Nationalheilige Frankreichs, Brigitte Bardot. Es ging damals alles so wahnsinnig schnell. Sie haben sich kennengelernt, sie haben sich schnell verlobt und sie haben dann ganz schnell geheiratet. Warum alles so schnell? Ja, also verliebt haben wir uns sehr schnell, muss ich sagen. Ja. Und dann verlobten wir sehr kurz, weil wir gleich geheiratet haben. Und das, ja, wir wollten eigentlich überhaupt nicht heiraten, weil das lag gar nicht in unserer Denkweise. Das war nicht die Philosophie oder die kleine Philosophie von Saint-Tropez. Aber dann plötzlich in einer Nacht habe ich gesagt, ich will dich heiraten. Und sie sagte, ich auch. Und jetzt musste es dann losgehen. Und wo konnte man schon so schnell heiraten? Da, wie in Las Vegas. Und dann sind wir aufgebrochen nach Las Vegas. Ich habe dann noch den Teddy Kennedy angerufen, damit er uns ein bisschen hilft. Ted Kennedy? Ja. Damit er uns etwas hilft und in Amerika. Das hat er dann auch getan, weil ohne ihn, werden Sie gleich sehen, wäre es sehr schwierig geworden. Und wir trafen uns dann am Airport Orly. Und komischerweise, ohne dass wir das wussten, hatten wir denselben alten Rolls. Sie genau selbe Baujahr wie ich. Also Brigitte Bardot hat den gleichen Rolls. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Aber nur in Saint-Tropez hatten wir ja nicht über Autos gesprochen. Ja. Über Liebe. Ja, eher als über Reifen, ja. Und dann, aber Liebende nehmen das ja dann als großes Omen. Siehst du schon, die Autos passen zusammen. Und wir nahmen dann den Flieger und flogen 11 Stunden nach L.A. Ja. Und da wurden wir abgeholt von 2 Herren und die brachten uns durch den Flugplatz. Und dann habe ich gedacht, komisch, dass man rauf und runter. Dann ging es wieder runter und dann ging eine Tür auf und da standen, also ich würde sagen, ein Heer von Fotografen, 500, 600, 700 und mit kleinen, großen, weil was passiert war, die Air France hatte die ganze Sache verraten und das kam am Radio. Jetzt 6 Stunden vor unserer Landung, dann wusste jeder, der ein Fotoapparat hatte, dass die Brigitte Bardot kommt. Und der Sachs auch, nicht nur die Bardot. Nein. Wegen mir sind vielleicht 2 Freundinnen, die ich dort hatte, gekommen, aber nicht mehr. Also auf jeden Fall war das ein Aufkommen, was furchtbar war. Und die beiden Herren, die uns da begleiteten, die nahmen uns dann am Oberarm und zogen uns wieder zurück. Und dann wurden wir auf Umwegen in ein Flugzeug gefahren, was eben der Ted Kennedy organisiert hatte. Und wir waren nämlich, das muss ich noch sagen, wir waren zu 6 auf dieser Hochzeitsreise. Und das wurde manchmal bemäkelt in der Presse. Nur ich hätte mal sehen wollen, wer mit der Bardot alleine um die Welt gekommen wäre. Das ist aber unmöglich. Wieso? Es ging nicht. Immer der Menschenauflauf, da muss man hier wegdrücken. Und, ja. Obwohl wir immer sehr diskret, muss ich sagen, aber wenn einer natürlich, also sie war eben sehr bekannt. Dann sind Sie also von Los Angeles, dank der Hilfe von Ted Kennedy, nochmal mit dem Flugzeug rüber in den Staat Nevada, Las Vegas. Ja, und also wir waren ja schon auf derselben Seite vom Pazifischen Ozean. Ja. Und sie sind dann also nach Las Vegas. Und von dort wurden wir abgeholt und wurden zum Friedensrichter gefahren. Es war ein sehr netter Mann, jetzt kamen wir sehr spät abends an und die Freunde waren nicht da. Die kamen dann nach, muss ich sagen. Aber Friedensrichter war ein sehr netter Mann, seine Frau auch, die freuten sich sehr. Aber sie waren doch recht amerikanisch, weil er sagte mir gleich zu Beginn, oh, das ist schon toll, heute früh musste ich einen zum Tode verurteilen und heute Abend traue ich sie. Habe ich gedacht, wir sind in Amerika. Ja. Und so, im Staat Nevada waren sie angekommen, ne? Ja. Im Staat Nevada. Ja. Und dann kamen also die verlorenen Freunde auch noch nach. Und nun passiert etwas Lustiges. Jetzt sagt der Richter am 13. Juli 1966. Ja. Und da habe ich gesagt, Judge, können wir das 20 Minuten später machen?
Und dann sagt er, ja, auf jeden Fall, weil er dachte, ich wäre abergläubisch wegen der 13. Ja. Aber ich erinnerte mich plötzlich, dass das ja der Nationalfeiertag von Frankreich war. Französischer Nationalfeiertag, 14. Juli. Ja, ja. Und der Gaulle seine Parade abhielt und dem wollte ich ein bisschen in die Parade fahren mit uns. Weil natürlich alle Franzosen auf diesen Moment hingeguckt haben. Die Brigitte Bardot heiratet Gunter Sachs. Ja. Und dann haben sie Charles de Gaulle, den französischen Staatspräsidenten, sozusagen die Parade vermasselt. Ja, nicht ganz, ich meine, so ernst war es nicht, aber es war trotzdem, es hat ihn sicher geneckt. Sie haben sich ja damals einiges einfallen lassen, Herr Sachs, um Frauen zu gewinnen und zu erobern. Also Ihre kreativen Ideen, Ihre romantischen Verführungen sind ja nun weltweit bekannt. Sie haben einmal für die Bardot 144 Rosen gekauft. 144. Mhm. Und nicht nur irgendeine Rose. Nein, es war die Brigitte Bardot-Rose. Es gab ja eine Brigitte Bardot-Rose. Ja, was haben Sie mit, Romantica hieß die, ja. Ja. Was haben Sie mit diesen vielen Rosen gemacht? Also ich muss zunächst sagen, die waren zu 144 verpackt, aber ich habe einige Packen gekauft. Per Zufall, weil eine Freundin von uns ging da Rosen kaufen, dann bin ich mit und habe gefragt in über Nizza, in den sind ja sehr, sehr viele Treibhäuser, ob sie die Romantikas Brigitte Bardot hätten. Sie sagten ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie viel? Hat sie gesagt, ja, für sie sicher genug. Habe ich gesagt, ja, ich brauche schon viel. Und dann weihte ich sie ein, dass ich also im Helikopter ein ganzes Paket mitnehmen wollten. Jetzt haben wir das, also so einen Karton voll gemacht mit diesen 144er Packs. Und dann bin ich runtergefahren nach Nizza an den Flugplatz und sprach mit dem Pilot, den ich schon kannte, weil der war mich schon, also das war ein Linienpilot, der mich schon zwei, dreimal geflogen hatte. Und fragte, ob das möglich wäre bei der Brigitte. Ja, sagte, wir sind ja allein. Und dann flogen wir über das Cap d'Antibes und plötzlich habe ich gesehen, dass unten die Quants in ihrem Garten saßen mit ihren fünf Kindern und Kaffee tranken. Dann habe ich dem Pilot gesagt, wir können vielleicht hier erst einmal runter und Grüß Gott sagen. Und dann sagte ich mir, jetzt müssten wir eigentlich zu Brigitte Bardot fahren, weil hier sind die Rosen, ja, und müssen die abwerfen. Und er natürlich. Wussten Sie ganz genau von oben, wo das Grundstück von der Bardot ist? Natürlich. Ja? Ja, also, ich war bei den Pfadfindern. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die abgeschossen und manchmal die ganzen Pakete, dann wirbelte das Papier, dann kamen die Rosen wieder zurück in die Kabine. Es war auf alle Fälle ein blumenreicher Nachmittag, auch für die Bardot, die plötzlich ihre Blumenbeete mit Rosen. Das hat sie mir auch ein bisschen übel genommen, aber so. Das hat sie nein, nicht übel genommen. Aber ja, dass so viele Rosen überall auf ihren Beeten lagen. Lass es rote Rosen regnen. Ja. Ja? Ja. Das ist eine große Textzeile, die wir alle kennen. Also sie war schwer beeindruckt, die Bardot, über das? Ja, sie war dann beeindruckter, weil ich fragte den Pilot noch was und dann habe ich meine Koffer ins Meer, das lag ja am Meer, die Dinge, ist aufs Meer rausgeflogen, 20 Meter. Dann habe ich meine Koffer, die aus Holz waren. Sind Ihre Koffer auch rausgeworfen? Die Koffer rausgeworfen und dann mich. Sie sind gesprungen aus dem Flugzeug? Ja, und dann kam ich an Land wie ein Held. Ja. Und das dauerte dann auch 3 Tage. Dann war wieder Alltag. Ja. Dann mussten sich das nächste für die Bardot einfallen lassen. Herr Sachs, wenn Sie so schön von Brigitte Bardot erzählen und diese 3 Jahre, dann frage ich mich, warum haben Sie sich denn nach dieser kurzen Zeit wieder getrennt von dieser großartigen Frau? Ja, wie das Leben so geht, das könnten Sie sicher 40 Millionen Deutsche auch fragen. Ja. Das kann man nicht genau sagen. So ist es halt, ja. Aber wir sind, ich muss sagen, auseinandergegangen, so wie wir zusammenkamen, ohne ein böses Wort. Und wir haben auch Respekt irgendwie vor unserer Liebe gehabt. Wir haben ja zu Beginn unserer Sendung über die Beziehung zu Andy Warhol gesprochen. Mhm. Aber ein anderer großer Künstler hat auch eine ganz große Rolle gespielt. Ein verrückter Künstler, ein großer Künstler, Surrealist, spanischer Heiliger, wenn Sie so wollen. Also der berühmte Maler Salvador Dalí. Der hat für Sie einen ganz besonderen Regenschirm gebaut.
Wie funktionierte dieser Paraplui? Also eines Tages kam und hat gesagt, soll ich ihn ein bisschen nachmachen? Aber ich kann ihn nur gut auf Französisch nachmachen. Ich werde versuchen zu übersetzen. J'ai construit pour vous. Ich konstruierte für Sie. Und dann kam immer wieder le génie d'Ali. Un paraplui. Habe ich gesagt, paraplui zweimal. Ja. Weil paraplui heißt ja gegen Regen. Ja. Ja. Und jetzt kam er mit dem Gegenschirm. Also ich wusste nicht, was das war. Und dann sagte er, j'ai construit un paraplui. Und sie dann machen am Strand von Saint-Tropez, machen sie den Schirm auf und drücken auf einen Knopf und es regnet. Mhm. Also aus dem Schirm raus. Ein Gegenregen. Er hat sie dann eingeladen. Ne? Es gab ein Treffen in Paris im Hotel Meurice. Ja. Er hat eigens für Sie, Günter Sachs, was gebaut, nämlich ein dreiteiliges begehbares Kunstwerk. Ja, ein Triptychon. Ja. Hat er mir gesagt, ich habe ein Triptychon für Sie gemacht und kommen Sie heute Abend ins Möritz. Wo war ein Triptychon? Und ich kam dann ins Möritz und da stand er schon mit einer sehr gelockten Frau. Die hat also viele schöne Locken. Sie war, ich weiß nicht, ungefähr zwischen 40 und 50. Ja. Und sagte, Saint-Louis XIV, das ist Ludwig XIV. Und der hat auch so Locken, genau dieselben. In Tat und Wahrheit war das aber eine Kalaschnikow, und zwar aus der Familie. Aus der russischen Waffenfamilie Kalaschnikow, die er als Muse hielt. Ja, das später Russland verlassen. Ja. Und die war also eine echte Kalaschnikow ohne zu schießen. Und Dali erklärte jetzt sein Triptychon und sagte, hier sind wir im ersten Teil des Triptychons und dann ist da die Tür, das führt ins zweite Teil und dann ins dritte Teil. Und jetzt hat er gesagt, im ersten müssen Sie sich gut umschauen. Also wir schauen uns um und da sehe ich also einen Cocktail, ein Model mit einer lebenden Boa, und das gab es damals, eine lebende Boa um den Hals und dann ein Modezahnarzt, den Herzog von Cadeval, ein Guy La Roche, also so ein richtiger ein französischer Cocktail, wie es eben sein muss. Und dann nahm ich Louis XIV an der Hand. Mhm. Und da hat er noch Wert drauf gelegt. Vous ouvrez la première, die erste Porte aufmachen und dann ins Dunkle und dann die zweite Tür machen. Ja. Dass man da nicht reinschauen konnte oder irgendwie Licht dazwischen kam. Und das haben wir dann gemacht. Also wir standen dann ganz eng mit Louis XIV im Schwarzen und machten dann auf. Und plötzlich vor uns, also schlimmer als die Fotografen in L.A., eine Orgie, das kann man sich nicht vorstellen. Alles kniete, lag in der Orgie, nackte Leute, so wie sich die Walpurgisnacht vorstellen. Ja. Also es aber übertraf bei meiner Vorstellung der Walpurgisnacht. Dann kann ich noch erinnern, da kam ein Mitglied, also im wahrsten Sinne des Wortes, und sagte mir, und ihre Kleider, habe ich gesagt, ja, und ihre, weil der hat sich aufgeregt, dass wir Kleider anhatten. Und auf dem Bett, da lag wie eine Krake, waren fünf Damen, die, Krake spielten, oder wie so ein Seestern. Ja. Und dann kamen wir doch ins zweite Zimmer, wieder dunkel. Ach, und jetzt waren die nächste Tür auf. Und da sitzt ein Gala, die Frau von Dali, mit einem britischen Ehepaar. Es war ein Colonel, also ein Oberst, und tranken Tee. Und der Colonel, der lehnte so richtig mit dem Kopf fast an der Wand. Habe ich gedacht, der weiß auch nicht, was 15 Zentimeter hinter seinem Kopf los ist. Ja, ja. Das waren eben die Gags. Die große Inszenierung von Salvatore Dali. Das war eine große, ja. So, und jetzt, Herr Sachs, kommen wir zur wichtigsten, allerwichtigsten Frau in Ihrem Leben. Mirja Sachs. Nach der Trennung, nach der Scheidung von Brigitte Bardot, trat sie in ihr Leben, damals das schwedische Model Mirja Larsson. Erinnern Sie sich noch, wo Sie Ihre Frau zum ersten Mal gesehen haben?
Ja, das erste Mal habe ich sie gedruckt gesehen und suchte sie dann, weil, also ich hatte diese Modekette und jetzt waren wir von Brasilien eingeladen, der Mi'kmaq, eine Modenschau in Brasilien zu machen. Und da sah ich meine Frau auf einer Werbung. Auf jeden Fall fand ich sie dann und wir flogen zusammen nach Brasilien, wo wir angekommen waren. In Brasilien habe ich gesagt, Mädchen, dich heirate ich mal. Und dann hat es auch gar nicht so lange gedauert. Was haben Sie gesagt? Sie haben mir gleich gesagt, bei der Ankunft, Mädchen, dich heirate ich. Ja, das war, sie war so entzückend im Flugzeug und so nett zu den Lächeln, zu den Stewardessen. Und ich muss noch sagen, sie hatte auch ein Reisebügeleisen dabei. Das hat mich sehr beeindruckt. Weil das Reisebügeleisen war es, das hat ihn imponiert. Ja. Habe ich mir gesagt, ja, die hat wirklich, weil ich gesagt habe, ja, was kriegen wir jetzt gebügelt? Ja, ich habe eine kleine Bügeleine. Also habe ich gedacht, das ist schon recht gut. Eine sehr patente Frau. Ja. Also wie hat denn Meyer es geschafft, den ehemaligen Playboy, muss man dann ja schon sagen, zu zähmen? Ich meine, Sie sind jetzt 36 Jahre zusammen. Ja, eben durch Nettigkeit und Verständnis und also nicht Verständnis, dass ich also da rumziehen konnte mit anderen Frauen, wie ich wollte. Aber sie hatte eine Frau mit einem großen Verständnis, einer großen Güte und wir lieben uns eben. Was mich immer wieder beeindruckt, ist, dass Sie in Ihrem Leben sicher neue Felder gesucht haben. Sie haben gesagt, okay, ich versuche das mit dem Filmemachen, haben viele Dokumentarfilme gemacht, Preise dafür bekommen. Dann haben Sie sich als Fotograf nicht nur versucht, sondern haben sich da als großer Künstler etabliert. Das Buch über die Astrologie, so verschiedene Punkte. Ist das so symbolisch oder typisch für Ihr Leben, wenn Sie bestimmte Dinge einfach abgeschlossen haben oder wenn Sie bestimmte Dinge können, dass Sie sie dann vielleicht irgendwie beiseite legen? Ja, das ist durch mein ganzes Leben gegangen. Also wo ich Tennis-Champion von der Universität wurde, habe ich Tennis aufgegeben. Und wenn viele Sachen so, habe ich aufgegeben. Und zum Beispiel über Astrologie denke ich also nicht mehr so viel nach. Und Dokumentarfilme mache ich auch nicht mehr. Wenn ich mal zu was gebracht habe, dann denke ich, das Leben ist zu kurz, man muss noch nach Neuem suchen. Viele Zuschauer denken, bei dem Leben, in dieser Vielfalt, in dieser Mobilität, das ist ein beneidenswertes Leben von Gunter Sachs. Finden Sie Ihr Leben auch beneidenswert? Ja, also ich muss sagen, ich habe viele Dinge, die ich gewünscht habe oder erträumt habe, habe ich realisiert. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, wie das zu realisieren. Und die Menschen verstehen aber nie, dass man doch auch Sorgen haben kann. Nicht wahr? Ich habe auch Sorgen wie jeder andere, nur ich muss sagen, ich bin im Leben sehr dankbar. Ich habe vieles erleben dürfen und ich hoffe, es geht so weiter. Herr Sachs, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Es war ein Vergnügen, großes Vergnügen.